Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben es 8 Uhr und den 22. Juli. Und jetzt werden wir mal zusammen den Stoppelsturz nach dem Weizen durchführen. Also nach dem Frühgedroschenen. Viel Spaß beim Zuschauen. Herzlich willkommen hier aus der Kabine zu dem neuen Video. Heute sind wir unterwegs im 6R und mit unserem Terrano hinten dran, wie ihr im Hintergrund oder auf den Drohnenaufnahmen ja auch schon gesehen habt. Und wir machen hier den ersten Stoppelsturz nach der Weizenernte. Wir haben heute den 22. Juli. Heute ist Freitag. Letzten Sonntag haben wir hier Weizen gedroschen. Mittwochabend 15 Liter geregnet und ja, heute bin ich mit dem Grubber unterwegs, weil wir noch nicht weiter dreschen können und auch weil die Maßnahme sowieso ja ansteht. Genau, hier soll nächstes Jahr, muss man ausheben und wenden. So, wieder eingesetzt. Also, hier war Weizen, letztes Jahr war hier Raps, da habe ich auch Aufnahmen vom ersten, von der ersten Bodenbearbeitung, die kann ich hier auch mal reinschneiden noch. Genau, das ist auf dem gleichen Acker geschehen, letzten Herbst, und jetzt bereiten wir hier das Feld vor für die Zwischenfruchtaussaat. Genau, denn hier soll eine Zwischenfrucht hin, fluglos, dann soll die überwintern, abfrieren. Und nächstes Jahr dann fluglos hier als Folgekultur nach dem Winterweizen die Sojabohne. Ja, so ist der Plan aktuell. Hoffentlich geht das alles so auf, was ich mir gedacht habe. Dafür ist am entscheidendsten auch hier und da der Niederschlag und der Regen und einfach die Witterung in der nächsten Zeit und auch, dass ich die Zwischenfrucht zeitig hier in den Boden bekomme. Genau, da kann ich euch ja mal über die Entwicklung gerne dann auf dem Laufenden halten, im Anschlussvideo einfach. Ja, ich habe hier 10 Hektar heute Morgen mir vorgenommen zu grubben.
Jetzt bin ich so bei 6 Hektar, also habe schon mal mehr als die Hälfte. Und ja, später hoffe ich dann, dass wir weiter dreschen können. Da muss ich dann noch die Mähdresche vorbereiten. Also ausblasen, abschmieren, alle möglichen Riemen und Ketten kontrollieren. Ketten noch, auch mal noch einsprühen. Und dann im besten Fall können wir als erstes heute noch den letzten 6 Hektar Raps ernten. Danach mal sehen, ja, was heute noch trocken genug ist. Weil es ist erstmal die nächsten Tage wieder heiß gemeldet und da wollen wir natürlich dann jeden Tag jetzt nutzen. Denn die meisten Kulturen sind abgereift. Ja, hier und da am Nordhang steht noch ein Roggen auf einem schweren Standort. Der ist noch nicht so weit, aber das kommt auch noch. Wie gesagt, wir haben ja erst 22. Juli, ist ja dieses Jahr, also 2022, alles sehr früh mit der Ernte. Ja. Letztes Jahr haben wir erst Ende Juli, Anfang August konnte man wirklich starten, weil es ja, so viel Niederschlag gab und auch so kühl, also in Anführungszeichen recht kühl war im Verhältnis zu den anderen Jahren im Sommer. Genau, das ist mal der aktuelle Stand. Ich mache hier gerade ja, ganz flache Stoppelbearbeitung, sodass das Ausfallgetreide zum Keimen angeregt wird und auch schon mal ein kleiner Verrottungsprozess des Strohs in Gang kommt. Natürlich, wenn jetzt es wieder ganz lange regnet, dann wird es schwierig mit der Strohrotte und auch mit dem Keim des Ausfallgetreides. Ja, demnächst soll ja dann auch die Zwischenfrucht hier rein. Mal sehen, wie es läuft, ob es nochmal regnet. Es ist immer spannend. Aber so in diesem Verfahren habe ich bisher gute Erfahrungen gesammelt, dass ich einen ganz flachen Stoppelsturz mache. Mit 6 Liter pro Hektar Dieselverbrauch und dann einmal das Ausfallgetreide zum Keimen bekommen und danach folgend dann die Zwischenfrucht bestellen, dann ist schon mal ein bisschen Konkurrenz der Zwischenfrucht gegenüber weg von dem Ausfallgetreide. Ja, natürlich, ich würde auch gerne mal direkt saatmäßig was probieren, also gerade jetzt um die bisschen, nur das bisschen Feuchtigkeit auszunutzen, was wir jetzt von oben bekommen haben, weil von unten kommt nichts, wäre es jetzt auch interessant, hier halt mit einem Gerät direkt Stoppelbearbeitung bzw. eine leichte Bodenbearbeitung durchzuführen und dabei dann die Zwischenfrucht zu sehen. Ja, aber mal sehen, wie es so in Zukunft weiterläuft, ob man da irgendein anderes Gerät mehr hat oder sich noch ein bisschen umrüstet. Hier auf dem Grubber habe ich auch schon mal überlegt, noch einen APV-Streuer. Da könnt ihr auch mal schreiben, was ihr da für Erfahrungen bisher so gesammelt habt. Ja, das ist mal der aktuelle Stand hier aus der Kabine. Dann hoffe ich, euch haben die Drohnenaufnahmen gefallen. Ja, letztes Jahr die Drohnenaufnahmen, die habe ich ja auch hier reingeschnitten, beziehungsweise schneide ich rein. Da habe ich dasselbe gemacht, ganz flach. Also die Rapsstoppeln wurden da, glaube ich, nicht gemulcht. Die erste Welle von Ausfallraps war aufgelaufen zu dem Zeitpunkt, schon auch ziemlich doll. Die habe ich dann praktisch mit dem Grubber bekämpft und den neuen Ausfall, die weiteren Samen im Boden angeregt zum Keimen. Das hat auch gut funktioniert. Also ich habe praktisch einmal flach gekruppt, dann einmal tief gekruppt, dann Weizen gesät am 11. Oktober. Genau, also am 11. Oktober gesät, dann hier am 17. Juli 2022 geerntet. So geht die Zeit um. Alles klar. Dann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt in die Kommentare alles, was ihr wissen wollt. Keine Ahnung, Anregungen, Kritik, Fragen. Und dann sage ich bis dahin, euer Tim. Macht's gut.